Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der römischen Kampagne unterwegs und haben endlich diese Mission der Rubicon abgeschlossen. Das war wirklich eine saulange Mission. Aber okay, Freunde, die ist abgeschlossen. Wir haben Titus Labienus platt gemacht. Und Rom gehört jetzt uns und jetzt müssen wir nur noch diese letzte Mission der römische Pharao machen, würde ich sagen. Starten wir doch einfach mal. Obwohl Pompeius besiegt war, wusste Cäsar, er würde für die Macht des neuen Diktators in Rom eine ständige Bedrohung darstellen, solange er lebte. Deshalb schiffte Cäsar sich rasch mit so vielen Truppen wie möglich ein und segelte seinem Feind nach Ägypten hinterher. Bei der Landung in Alexandria fand Cäsar die Stadt in Aufruhr vor. Das Volk hungerte und war kurz vor einem Aufstand. Zwischen den beiden regierenden Fraktionen unter Ptolemäus und seiner Schwester Kleopatra hatte sich ein erbitterter Streit ob der rechtmäßigen Herrschaft über Ägypten erhoben. Kleopatra kontrollierte die Stadt, während Ptolemäus über den Großteil des Landes herrschte. Cäsar und seine Legionen mussten feststellen, dass sie mitten in einem Bürgerkrieg gelandet waren. Cäsar formierte seine Männer und beschloss, unverzüglich zum königlichen Palast zu marschieren, beide Herrscher zu ergreifen und sie zur Auslieferung des Pompeius zu zwingen. Erst danach würde er sich der Frage stellen, wie er Ägypten bei der Lösung seiner Wirren helfen könnte. Oh, Freunde, es geht also nach Ägypten und wir treffen Kleopatra. Das ist ja mal mega cool jetzt hier. Und wir landen in einem Bürgerkrieg. Alles klar, aber diese Karte hier sieht mir doch relativ übersichtlich aus als die letzte. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, Freunde. Dann. Nichts wie rein in die Mission. Ich meine, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Die letzte. Also die letzte der römischen. So. Alexandria, Ägypten, 48 vor Christus. Ja. Endlich kann Cäsar Pompeius in die Enge treiben. Das sind Löwen oder Tiger. Cool. Großer Cäsar. Ptolemäus sendet seine Grüße und hofft, dass ihr bald zu ihm stoßen werdet, um Ägyptens Zukunft im neuen römischen Imperium zu besprechen. Er hat mich gebeten, euch als Zeichen seiner Wertschätzung und seines Respekts den Kopf des Pompeius zu überbringen, eines ehemaligen Gegners von Ägyptens jetzigem Freund. Auch Königin Kleopatra sendet euch ihre Grüße, mächtiger Cäsar, und erwartet ungeduldig den Augenblick, in dem sie euch begegnet, um zu erörtern, wie Ägypten und Rom sich gegenseitig Wohlstand und Sicherheit gewährleisten können. Sie entbietet euch die Gastfreundschaft Alexandrias und warnt euch vor der Hinterlist ihres Bruders Ptolemäus. Weil Alexandria alles ist, was sie anbieten kann. Ganz Ägypten steht hinter Ptolemäus Cäsar, nicht hinter diesem anmaßenden Mädchen. Die törichte Politik dieser Stadt wird bald korrigiert werden. Ganz Ägypten steht hinter Ptolemäus? Meint ihr? Das Volk verachtet ihn, großer Cäsar, und alle unterstützen in ihrem Herzen die rechtmäßige Herrscherin Kleopatra. Die Streitkräfte des Pompeius sind zerschlagen und sein Kopf liegt vor meinen Füßen. Meine Ziele sind also erreicht. Was Ägyptens Wirren angeht, so kann ich mich nicht entschließen, welche Vorgehensweise die richtige ist. Es war eine lange Reise und ich bin ermattet von einem schweren Feldzug. Ich werde meine Schoßtierchen entscheiden lassen. Romulus? Remus? Welchen dieser Boten würdet ihr lieber fressen? Dem Verbleibenden werden wir unsere Hilfe gewähren. Okay. Okay, wow. Wow. Okay, also wir haben hier ein ziemlich aufgesplittetes Land. Wählen Sie den Abgeordneten, gegen dessen Partei Sie sich stellen. Die Tiger werden die Entscheidung endgültig machen. Lila oder Gelb, wen soll man nehmen? Lila oder Gelb, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, die Gelben, die haben ein bisschen mehr, oder? Och, ist das schwer. Okay. Okay.
Okay. Ach so. Werden sie ab gegen des. Ach so, scheiße. Wartet mal. Das wollte ich nicht. gut, wir haben ja noch nichts verloren. Gegen. Also, das heißt, wir müssen. Ja, das war doch auch logisch, oder? So. Wir müssen gegen Lila gehen. So. Gegen Lila. So. Und somit, ganz genau, Freunde, geht's hier direkt ab. Alles klar, dann. Oh, 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 oh. Was zur. Oh, oder war das die Fehlentscheidung? War das eine Fehlentscheidung? Cäsar, komm mal bitte raus da. Das war vielleicht eine Fehlentscheidung, wa? Oh. War das eine Fehlentscheidung? Ja, ich hatte mir jetzt. Ich hatte mir jetzt halt gedacht, dass. Scheiße! Okay. Ich hatte mir halt gedacht, dass Gelb mehr hat. Verdammt. Verdammt. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich gegen Gelb gehen. Verdammt nochmal. Okay. Dann gegen Gelb. Ja gut. Dann machen wir das mal gegen Geld. Schätzen Sie beide Stadtzentren und das Kapitol Kleopatras, bis Sie über genug Verstärkung verfügen, um Ptolemäus Stützpunkte zu erobern. Verstärkung trifft regelmäßig per Schiff ein. Leiten Sie die Transportschiffe zu einer der beiden Landezonen, die von roten Flaggen begrenzt werden. Okay. Gut, das heißt. Tiger. Wir haben hier Tiger. Oh mein Gott, was ist das denn? Ägyptische Krieger. Gut. Also, das heißt. Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. So, hier unten geht was ab. Schütz die Standarte. Oha. Könnt ihr mal was machen? Ja, wartet mal. Vielleicht kann ich ein paar Truppen entbehren. Ja, das ist gut. Dann geht mal dahin, Leute. Ach du Heilige. Das ist ja eine richtig krasse Mission jetzt hier. So, dann. Eieieiei. Okay. Geht ihr mal da raus? So. Und hier auf die Katapulte, bitte. Die Katapulte kaputt machen. So, los hier. Und bam. So, Schlacht. Freunde, Schlacht. Oh, die kommen rein. Oh, scheiße. Scheiße. Die kommen rein hier. Ja, gut, okay. Wir müssen trotzdem hier diese Schlacht noch schlagen. Okay. Ist ja okay. Dann kommt mal her, ihr anderen Truppen. Meine Truppen sind bereit. Wir tun unser Bestes. Okay, cool. Das heißt, das erste Mal tatsächlich ein Verbündeter. Okay. Alexandria kann keine weiteren Truppen entbehren, ja? Okay. Alles klar. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Ruhe. Boah. Alexandrias westliches Stadtzentrum gehört jetzt Ptolemäus. Ach, Freunde. Was soll denn das? Hallo? Kommt ihr mal nach vorne, bitte? Wir müssen hier unsere Verbündeten unterstützen. So. Dann Abmarsch. Dann Abmarsch, so. Hallo? So. Geh auf das Katapult. Geh auf das Katapult. Oh. Was eine Schlacht, Freunde. So, das müssen wir wieder erobern. Aller Ruhm ist flüchtig. Ptolemäus. Ja, ist okay. Ptolemäus. Okay. Dann müssen wir es halt kaputt machen, oder was? Ah. Wurde für Kleopatra zurückerobert.
Alles klar. Oh. Oh. Die Pyramiden. Das sieht ja geil aus. Okay. Das heißt, wir müssten uns eigentlich mal ein bisschen auch hochheilen hier. Ah, da kommen wieder welche. Ja, und nu? Und nu? Ich glaube, die hier, die schafft... Oh, ach du Heilige, wartet mal. Schafft ihr das? Schafft ihr das? Schützt die Standarte. Was willst du? Du Reiter? Okay. Ach du Heilige, ey. Alle am Kotzen hier. Genau, alle am Kotzen, ey. Die Bogenschützen, ne? Da. Puh. Okay. Das heißt also, wir haben den Kampf hier auch überlebt. Wo bleibt denn jetzt unsere Verstärkung, hä? Wo bleibt denn jetzt uns... Ah! Hier unten, das gehört auch uns. Ach krass, okay. Da kommt noch mal was. Endlich mal ein paar Verbündete, die nützlich sind. Aber lange halten wir das irgendwie nicht mehr durch, ne? Boah, okay. Was müssen wir jetzt machen, Freund? Verstärkung schützt die beide, bis sie über genug Verstärkung verfügen. Okay. Das heißt, einfach nur abwarten, oder was? So, aber ich glaube, dieser... what? Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Ägyptische Krieger. Hört ihr auf. Okay. Auf die Steinschleuder. So. Ah! Es wurden Transportschiffe gesichtet. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, dann... Bring die mal hier hin. Hallo? Hallo? Dieser fahrende Penis? Sorry, das habt ihr jetzt nicht gehört, ja? Weil es sieht doch... Sorry. Diese Ramböcke sehen komisch aus. Sagen wir es einfach mal so. Diese Ramböcke sehen echt komisch aus. Nein, das habt ihr jetzt nicht gehört. Okay, Freunde. Weiter geht's hier. Die müssen hier ankommen. Okay. Oh. Was macht der denn? Okay. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich dürfte ja hier auf der Seite jetzt nichts mehr ankommen, oder? Ach, guck mal, wir haben tatsächlich hier ein Krankenhaus, um uns aufzuheilen. Ja, das ist doch mal mega nice. Prokonsul, was? Prokonsul. So. Ja, sehr gut. Wir kriegen Verstärkungen. Wunderbar. Du auch bitte. Entlade dich. Sehr gut. Ah, wunderbar. Sehr schön, Freunde. Ressourcen haben wir keine. Außer Gold und Holz. Was ist das denn hier? Was ist... Ah, nee, okay. Ich dachte schon. Okay, was kommt... Wurfspeerträger. Okay. Gut, also hier muss ich meine Verstärkungen einfach sammeln. Da kommen schon wieder welche. Was soll denn das? Hey, 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 hey. Nix da. Nix da. Boah, das sind immer so viele. Die machen auch noch ordentlichen Schaden, finde ich. Wir haben Pilumträger. Okay. Pilumträger gegen Wurfspeerträger. Standartenträger. Der Standartenträger ist weg. Okay. Was für Geräusche das teilweise sind, ey. So, was habt ihr jetzt hier? Was kommt er da mit dem Katapult an? Ich wollte mir die Verstärkung doch aufsparen. Verdammt. Das Tor hält aber auch irgendwie nichts aus hier. Ich wollte mir doch nur die Verstärkung aufsparen. Warum? Verdammte Kacke. Jetzt hör mal auf das Tor hier zu schießen. Hallo. Mach das Katapult weg.
So. Widerwärtig. Aua. Eine Einheit ist weg. Was kommt denn hier jetzt schon wieder durch? Ja, okay, da kommen jetzt auch wieder welche angekackt. Wo werden wir denn? Hier angegriffen. Aha, okay, ja gut, dann. Ihr könnt euch da ja selber verteidigen, ne? Nicht durchlassen. Nicht durchlassen, diese rollenden... Egal. Okay, Freunde. Nicht durchlassen. Okay, wunderbar. Krass. Das ist mal eine richtige, richtig krasse Mission tatsächlich, ja. So, hier sind noch welche. Ich soll die angreifen? Wo bitte? Na gut, ich schicke ihnen Truppen zur Hilfe. Alles klar, sehr gut. Vielen Dank. Dann können die sich mal darum kümmern. Hui. Richtig geile Mission, muss ich sagen. Also, richtig geile Mission. Dass wir jetzt hier endlich mal ein paar Verbündete haben, ne? Das finde ich sehr geil gemacht. Und dass wir jetzt hier auch richtig, richtig strategisch vorgehen müssen, ne? Das finde ich auch richtig cool. Cool, unsere Armee ist jetzt wieder voll geheilt. Sehr schön. Dann können wir den nächsten Angriff auch noch abwehren. Ach, schaut mal, die fahren hier bei den Pyramiden rum. Richtig krass. Cool, cool. Verstärkungen. Hier oben. Das heißt, ihr bitte hierhin. So. Könnt ihr jetzt mal... Alter, Falter. Nix kriegt ihr alleine hin. Alles muss ich machen. Ach du Scheiße. Oha, Freunde. Oha, das wird jetzt krass. Das werden ja immer mehr, ey. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Boah. Hallo? Alle bitte helfen. So. Und ihr Verstärkungen müsst auch mal hier helfen dann, okay. Mein Gott. Die kriegen auch gar nichts alleine hin hier, ne? Die kriegen echt gar nichts alleine hin. Mensch. Jetzt kommen die hier rein. Was zur Hölle? Jetzt haben die hier tatsächlich das Tor aufgeschossen. Okay, da kommen noch mehr Verstärkungen. Boah. Das macht Spaß. Das macht Spaß, Freunde. Ah, okay. Ich hab hier, okay. Dann halt euch bitte hoch. Cäsar gegen einen königlichen Leutnant. Interessant. Königlicher Leutnant. Katapult wieder hier. Okay, dann kaputt machen. Und weg damit. Na gut. Jetzt kommen sie hier schon wieder. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. So, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. So. Lass ihn durch, ist okay. Aua. Ja, die haben Wurfspeerträger, ne? So, dann die Verstärkungen. Da, wunderbar. Das heißt, die können wir auch hier sammeln. Okay. Richtig krass. Richtig krass. So, hier haben wir auch wieder Ruhe und ich merke gerade, wie meine Verbündeten... Leider immer schwächer werden. Leider immer schwächer werden. So. Wir konnten Kleopatras vorhandene Belagerungswaffenwerkstätten umbauen, sodass wir mit dem Bau von Skorpionen und Katapulten beginnen können. Ja, das ist geil. Haben wir die jetzt, oder was? Haben wir die? Belagerungswaffenwerkstätten, wo sind die denn? Wo sind sie denn? Die Belagerungswaffenwerkstätten. Lasst mich mal gerade auf der Karte gucken. Ich möchte hier keine Spielzeit verschwenden.
Wo sind sie denn? Karte. Belagerungswaffenwerkstätten. Ich finde sie nicht. Verdammt. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die Belagerungswaffen. Wir können was bauen, ja, aber... Ich suche die Gebäude. Oder sind die kaputt? Sehr gut. Okay, ich würde aber sagen, in diesem Fall baue ich einfach Skorpione. So, weil Katapulte sind brauchen zu lange, um zu feuern. Das ist einfach so, Freunde. Bam, bam. Wunderbar. Alles klar. Perfekt. Die gehen aber schnell zu bauen. Cool. Okay. Alles klar. Dann brauchen wir hier nochmal ein bisschen Verstärkungen. Ich hoffe, ich war damit nicht gemeint. Ich kann nichts schicken. Och. Ach du Scheiße. Ja, jetzt müssen wir uns hier halt selber verteidigen. Toll. Na super. Oh Gott, Cäsar. Cäsar, raus da. Raus da. Boah. Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cäsar, geh mal bitte in ein Krankenhaus. Oh Mann, ey. Oh, jetzt kommt's. Oh Gott. Hä? Wie kommen die denn hier rein? Aber gut, die können sich da selber verteidigen. Was eine Mission, ey. Was eine Mission. Aber die können sich selber verteidigen. Ja, sehr gut. Jetzt lass doch mal Cäsar in Ruhe. Haben wir noch irgendwas von Team 1 übrig? 5 Einheiten noch, ey. Oh mein Gott. Na gut, dafür haben wir aber hier einiges. Mit ganzem Herzen, Freunde. Oh ja. Richtig geile Mission. Verstärkungen. Noch mehr. Sehr schön. Dann auch wieder hier vorne hin. Wunderbar. Alles klar. Wer reitet hier? Ah, okay. Ich brauche echt mal hier ein paar Verstärkungen. Da. Die Grenze. So. Puh. Also die Mission hier ist auch ziemlich die Grenze. Ziemlich grenzwertig. Ah, die haben alle... Momentan sind alle Leitungen besetzt, aber wenn sie eine Nachricht hinterlassen möchten. Ja gut, wenn der jetzt hier halt voll reinmarschiert kommt, dann ist blöd. Dann ist das gerade echt blöd. Oh. Alle Leitungen besetzt. Irgendwie vor Christus-Zeitalter, ey. Das war geil. Okay. Aber das heißt, die überrennen das irgendwann hier. Die werden das hier überrennen. So, aber ich denke, ich kann hiervon wieder ein paar abziehen. Ein paar Verstärkungen hierfür. Oh, was riecht denn hier so komisch? In meinem Zimmer riecht es total komisch, ey. Ah, okay. Das stinkt. Was riecht denn jetzt hier so komisch, verdammt? Na gut, okay. Jetzt sehen wir auch, wo die ganzen Armeen immer herkommen, ne? Da sind sie schon. Och, nö. Nicht jetzt schon. Witzig. Seid ihr witzig, echt? Seid ihr lustig? Seid ihr lustig? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Die wollen alle auf den Cäsar, nehme ich an. Ja, die wollen alle auf den Cäsar. Jo, dann lauft mal ein bisschen im Kreis rum. So, kriegen wir die ganzen... Ey. So. Ah.
Oh, um Gottes Willen. So, ab in ein Krankenhaus, Cäsar. Ab in ein Krankenhaus hier. Hallo? Ab in ein Krankenhaus. Oh, sehr gut. Okay. Meine schönen Verstärkungstruppen, ey. Puh, okay. Aber er sammelt sich wieder, der Gegner. Beziehungsweise der Lila, ne? Das ist mal sehr gut. Okay, das ist einigermaßen gut gelaufen. Mit dem Unterschied nur, dass ich leider ein paar Verstärkungen verloren habe hier. Oder? Nö, geht. Geht! Cäsar, komm mal nach vorne, bitte. So, ich brauche wieder Unterstützung hier vorne, Kollegen. Stellt mal ein paar Einheiten hier ab. Warum gibt ihr mir nichts? Was soll das, Freunde? Ja gut, Freunde, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wie es hier dann weitergeht, liebe Freunde, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.